Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück bei uns in Verl. Auch uns hier in Ostwestfalen hat Sturmtief Ylenia fest im Griff, aber wir haben es alle ins Studio geschafft. Das Filmteam, das Tonteam, unser Marketing, alle sind versammelt und wir haben uns also hier wieder zusammengefunden, um Ihnen heute wieder ein bisschen Technologie zu präsentieren. Falls Sie jetzt noch am Telefon mit dem Dachdecker Ihres Vertrauens hängen, dann ist das kein Problem, denn alles, was wir hier heute erzählen, finden Sie im Nachgang auch auf unserer Website und können sich das dann also ganz in Ruhe anschauen, falls Sie jetzt gerade damit beschäftigt sind, vielleicht Löcher im Dach zu schließen. Wie auch gestern habe ich wieder ein paar organisatorische Hinweise mitgebracht, bevor wir wirklich loslegen. Und dazu versuche ich jetzt einmal hier noch eine kurze Folie zu zeigen. Sie sehen also auf unserer Website jetzt wieder das Chatfenster, da können Sie unterschiedlichste Fragen eingeben und die erste Frage, die können Sie uns vielleicht sogar direkt beantworten. Wir möchten nämlich wissen, von wo schauen Sie zu, also von Bad Gandersheim bis Kempten im Allgäu oder vielleicht auch sogar in der Schweiz oder in Österreich, wenn Sie von dort aus zuschauen. Lassen Sie es uns wissen, es würde uns sehr interessieren, von wo wir überall Menschen erreichen. Gestern haben wir im englischen Slot tatsächlich sogar Zuschauer aus Pakistan und Kenia gehabt, was uns natürlich freut und zeigt, wie bunt auch die Welt der Automatisierungstechnik ist. Falls Sie das Bedürfnis nach einem persönlichen Termin mit uns haben, also zum Beispiel mit den Kollegen, die gleich zum Thema XDS referieren werden, dann haben wir auch wieder eine E-Mail-Adresse für Sie eingerichtet, meet@backoff.com. Schreiben Sie da gerne hin und treffen Sie uns. Bevor wir jetzt mit dem Thema starten, heute soll es um das XDS-System gehen, möchte ich Sie noch einmal kurz abholen, was wir uns bei diesem Event gedacht haben. Der rote Faden, den wir gestern etwas ausführlicher vorgestellt haben, den möchte ich jetzt noch einmal in Kürze vorstellen, denn der Hauptanlass für dieses Event war aus unserer Sicht, dass wir einmal zeigen wollten, wie wir mit unserer Technologie die unterschiedlichsten Herausforderungen in den unterschiedlichsten Industrien lösen können. Dafür haben wir mit vielen Maschinenbauern und Endkunden rund um die Welt gesprochen. Also Backoff ist ja, wie Sie vielleicht wissen, rund um den Globus präsent mit eigenen Niederlassungen oder mit Distributoren. Sie können wahrscheinlich innerhalb von ein oder zwei Autostunden von fast überall auf der Welt mittlerweile einen Backoff-Experten oder eine Expertin erreichen. Deswegen haben wir also die Möglichkeit, mit vielen Maschinenbauern und Endkunden rund um die Welt zu sprechen und das mit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, also Automobilindustrie, die Uhrenindustrie zum Beispiel hier unten, die Herstellung von, ich glaube, das sind Airbags, die man da unten sieht, die Druckindustrie, Intralogistik. Mit ganz vielen Unternehmen aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen nehmen wir Kontakt auf, sprechen mit diesen und unterhalten uns darüber. Liebe Firmen, was beschäftigt euch? Was sind aus eurer Sicht die großen Herausforderungen? Die haben wir hier zusammengefasst. Das ist jetzt eine große Übersicht und wir möchten Ihnen zeigen, wie wir einige davon ganz konkret mit dem XDS-System lösen können. Wir wollen uns auf drei Themen heute konzentrieren. Zum einen wollen wir uns anschauen, wie wir den Platzbedarf von Maschinen optimieren können. Wenn Sie jetzt vielleicht das Problem haben, dass Sie in einer kleinen Stadt ein Werk gebaut haben, das steht da vielleicht schon seit 20 oder 30 Jahren, dann ist es ja unter Umständen gar nicht so einfach, eine neue Halle irgendwo zu finden und die Produktionskapazitäten mal ebenso zu verdoppeln. Man muss da so eine neue Halle bauen und so weiter und so fort. Deswegen ist Footprint also immer ein großer Schlüssel dazu, bestehende Produktionskapazitäten ideal auszunutzen. Und da denken wir, dass wir mit dem XDS also ganz tolle Möglichkeiten haben, Ihnen die Möglichkeit zu geben, ja, das meiste aus den vorhandenen Kapazitäten herauszuholen. Im zweiten Teil soll es um die Time-to-Market gehen, die wir mit dem XDS wunderbar reduzieren können. Sie können also ganz schnell Anlagen damit ermitteln. Und im letzten Teil, da möchten wir unsere jüngste Erweiterung des XDS-Portfolios, eine kleine Technologierevolution im XDS-Bereich vorstellen, die NCT-Technologie. Starten möchten wir aber mit dem Thema Platzbedarf und Maschinenfootprint. Und dazu haben wir jetzt den ersten Einspieler für Sie vorbereitet. Falls Ihnen dabei Fragen in den Sinn kommen, schicken Sie uns gerne. Wir würden uns freuen, die zu beantworten. Bis später. Viele Hersteller stehen vor der Herausforderung, dass ihr mögliches Wachstum durch die zur Verfügung stehenden Produktionsflächen und auch Kapazitäten begrenzt wird. Genau sowas sehen wir bei mir im Hintergrund, eine Darstellung von einer beschränkten Produktionsfläche eines unserer Kunden. Sie sehen hier, dass teilweise sogar schon Teilabrisse vorgenommen wurden, dadurch, dass die Hallen teilweise älter sind und bauliche Einschränkungen aufweisen. Auch eine räumliche Erweiterung durch neue Produktionshallen ist nur noch begrenzt möglich, da sich Siedlungsgebiete in direkter Nähe befinden. Um so für den Kunden eine Lösung zu schaffen, stellt sich die Frage, wie man die bestehenden Flächen effizienter nutzen kann. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel einer dieser typischen Hallenteile mitgebracht.
Innerhalb der Halle befinden sich drei Produktionslinien, ein Lager, ein Büroteil und ein Fluchtweg. Die Herausforderung besteht jetzt darin, beispielsweise Produktionslinie 2 zu ersetzen, in der Form, dass eben Produkte mit einer höheren Kapazität produziert werden müssen. Und zum Zweiten eben auch darin, dass man ein zusätzliches Produkt bzw. eine Produktvariante auf derselben Maschine produzieren kann. Schauen wir zunächst erstmal einmal einen tieferen Blick in den bestehenden Hallenteil und in die bestehende Produktionsanlage. Wir können hier im Endeffekt sehen, dass sich drei Arbeitsstationen entlang der Maschine befinden und die Produkte mit einer getakteten Förderkette bewegt werden. Eine beliebige Bahngeometrie ist bei so einem Prinzip nur schwierig möglich. Falls Sie sozusagen Produkte umrüsten möchten auf ein anderes Format, erfordert dies einen mechanischen Anteil und Sie müssen auch gewisse bauliche Änderungen jeweils immer vornehmen. Um jetzt eine effizientere Nutzung dieser zur Verfügung stehenden Hallenfläche vorzunehmen, ist die Grundvoraussetzung zunächst erstmal, einen beliebigen Bahnverlauf zu integrieren, dadurch, dass Sie sozusagen einen Fahrweg erzeugen, bei dem Produkte entlang verschiedener Stationen produziert werden können. Für dieses Kundenprojekt war es eben so gewesen, dass wir eine T-Geometrie eingesetzt haben, die sich direkt anpasst zur Verfügung stehenden Hallenfläche, sich an die Säule anschmiegt und dass auch das bestehende Lager mussten wir nicht abreißen. Eine mögliche Anordnung von typischen Arbeitsstationen entlang dieses neuen Fahrwegs war beispielsweise dadurch gegeben, dass einzelne besonders zeitintensive Arbeitsschritte verdoppelt oder sogar gar dupliziert oder verdreifacht wurden. Um zudem noch eine mögliche Flexibilität integrieren zu können, indem Sie verschiedene Produktvarianten erzeugen, ist es beispielsweise auch möglich, einzelne Arbeitsstationen zu integrieren, die nur partiell angesteuert werden müssen. Das heißt, Sie haben eine Sonderaktion vom Marketing, möchten eben beispielsweise statt 5 Produkteinheiten 10 verpacken mit einer neuen Verpackungseinheit. So können Sie nur die Station 7 in dem Beispielsfall ansteuern und in allen anderen Fällen erfolgt dies eben komplett normal, sodass Station 7 eigentlich gar nicht in den Produktionsprozess eingebunden wird und auch nicht für einen Stau oder einen Stopp sorgt. Im Hintergrund von mir sehen Sie typische Geometrien, die unsere Kunden bereits angefragt und realisiert haben. Falls hier nicht das Passende für Sie dabei ist, ist das kein Problem. Sie können einen flexiblen Baukasten von uns nutzen, puzzeln sich Ihre passende Geometrie zusammen und wir haben die Lösung für Ihren Platzbedarf. Neben normalen Geometrien und passenden Bahnverläufen zeichnet sich das XCS auch durch eine besonders kompakte Bauform aus, was wir hier in der Darstellung sehen. Aber eine kompakte Bauform hilft mir natürlich auch nur weiter, wenn ich sie passend in mein Maschinenkonzept integrieren kann und natürlich so auch von den Vorteilen dieser Bauform profitiere. Im Hintergrund sehen wir 4 Anwendungsbeispiele unserer Kunden, die verschiedene Einbaulagen genutzt haben, um ihr passendes Konzept mithilfe des XCS realisieren zu können. Zunächst betrachtet einmal die horizontale Einbaulage, wo wir sehen, dass beispielsweise um diese Anlage sich verschiedene Stationen integrieren und man so einen neuen Produktionsprozess mit vielleicht mehrfach ausgeführten Stationen des gleichen Typs effizient durchführen zu können. Daneben betrachtet beispielsweise eine vertikale Einbaulage, wo man den Bauraum in die Höhe nutzt. Hier wurden beispielsweise Müsli-Riegel einem Flow-Web-Prozess zugeführt. Und man konnte so einfach eine gewisse Flexibilität im Produktionsprozess erzielen, ohne dass man sich baulich deutlich erweitern musste. Und auch für Kunden, die XCS nur partiell einsetzen, beispielsweise für einen Prozess, der nur zur Aufsynchronisierung dient, kann man flexible Bauformen von uns in bestehende Maschinenkonzepte integrieren, beispielsweise durch die 45 Grad geneigte Einbaulage. Und wenn Ihnen dies noch nicht reicht und Sie einen weiteren Schritt in Richtung Flexibilität benötigen, können Sie natürlich auch einen bestehenden Roboterarm nehmen und integrieren hier ein XCS, mit dem beispielsweise einzelne Döschen, wie in dem Beispiel unten rechts dargestellt, aufgenommen werden, mit Luftdruck beispielsweise, und an anderer Stelle beliebig in anderen Orientierungen wieder abgestellt oder abgelegt werden können. Ich habe Ihnen zuletzt verschiedene Varianten und Möglichkeiten dargestellt, wie Sie Ihre begrenzten Produktionsflächen durch XCS effizienter nutzen können. Zum Beispiel durch individuelle Bahnverläufe, eine kompakte Bauform oder aber durch frei wählbare Einbaulagen. Vielleicht nutzen Sie diese Möglichkeiten schon in Ihrer Maschine oder möchten diese zukünftig nutzen. Wir sind gespannt und freuen uns, Sie bei Ihren Herausforderungen unterstützen zu können.
Ja, das kann man dem Thomas nämlich auch abnehmen. Der sitzt nämlich gerade hinter der Kamera und grinst und freut sich gerade, dass das bisher hier so wunderbar geklappt hat. Wir müssen aber jetzt natürlich auch sagen, wenn Sie eine Anlage konstruieren wollen, um das Maximum aus den vorhandenen Möglichkeiten rauszuholen, dann müssen Sie natürlich etwas Arbeit da reinstecken. Gemeinsam mit uns, gemeinsam mit einem Maschinenbau oder vielleicht machen Sie es auch selber durch einen hausinternen Maschinenbau. Und da geht es also natürlich darum, das ganz besonders effizient zu gestalten. Dafür ist der nächste Einspieler vorbereitet. Bevor wir uns diesem Einspieler widmen, aber noch Grüße aus Lotte in Osnabrück. Da spielt im Moment der SC Fair, das ist unser Sportclub hier. Da müssen wir hin ausweichen, weil unser Stadion nicht groß genug ist. Grüße aus Matrei in Osttirol, Grüße aus Wiel in der Schweiz, Grüße von Roland aus Verl, ja, der wird wahrscheinlich da ganz nah bei uns sitzen, Grüße zurück und Grüße aus Stuttgart. Vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt viel Spaß beim Einspieler zum Thema Time-to-Market-Reduktion mit dem XTS und der schnellen Entwicklung, die damit möglich ist. Die Produktlebenszyklen verkürzen sich immer mehr. Das stellt die Betreiber von Produktionsanlagen, aber auch die Maschinenbauer vor neue Herausforderungen. Das heißt, die Anlagen müssen immer schneller fertig werden. Das Marketing kommt auf eine neue Idee. Jetzt sind 10 plus 1 in einer Verpackung. Es muss ganz viel geändert werden. Mit der XTS-Simulation ist es möglich, diese Prozesse deutlich zu verkürzen. Die Konzeptphase, die Überprüfung, ob das Gedachte funktioniert und die Realisierung können durch diese Simulationsschritte deutlich verkürzt werden. Und am Ende bleibt für den Kunden eine sehr deutliche Zeitersparnis. Das heißt, er kann schneller mit seiner Maschine in die Produktion gehen und am Ende das Produkt schneller an den Markt. Ich habe hier eine praktische Anwendung mitgebracht, in der der Kunde genau vor dieser Herausforderung stand. Ein Produkt muss 12 Fertigungsschritte durchlaufen. Teilweise sind die Bearbeitungsstationen von ihrer Position vorgegeben. Und die Herausforderung war, mit einem 27 Meter langen XTS in L-Form die Stationen miteinander zu verbinden. Die Frage, wie viele Mover werden eingesetzt, ist schwerer zu klären, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Denn wo treten Staus auf? Wo sind Lücken, wo warten Bearbeitungsstationen, konnte mit den Simulationsmöglichkeiten geklärt werden. Die Simulation wird mit den typischen Werkzeugen aus dem TwinCAD-Baukasten programmiert. Und es kann nach sehr kurzer Zeit, nach einigen Tagen, wurde das hier umgesetzt, schon klären, ja, die Anlage kann so gebaut werden. Und man konnte mit weiteren mechanischen Designschritten starten und letztendlich sogar mit dem Bau. Weitere Erkenntnisse, die dazu kamen, konnten wiederum in die Simulation einfließen und man konnte den ganzen Prozess immer weiter optimieren. Ganz am Ende stand eine fertige Software, weil nämlich die Simulationsumgebung ist auch gleich die Steuerungssoftware, die man später für seine Anlage braucht, verwendet werden. Und man hatte praktisch eine fertig getestete Software für die Inbetriebnahme der Anlage. Wir stellen hier sehr umfangreiche Dienstleistungen zur Verfügung, um diese Schritte noch schneller und effizienter zu gestalten. Wir helfen Ihnen bei der Auslegung des Systems, bei der Planung. Wir können auch bei der elektrischen Versorgung, also beim Schaltschrank und der Steuerung mithelfen. Das heißt, wir bieten Ihnen auf Wunsch auch für Sie designte Schaltschränke, entweder nur fürs XTS oder sogar für die gesamte Anlage. Wir helfen auch bei der Auswahl der mechanischen Komponenten und haben viel Erfahrung in dem Zusammenspiel, die wir auch an Sie weitergeben möchten. Unsere lokalen Applikationsingenieure unterstützen Sie auch bei der Erstinbetriebnahme und einzelnen Funktionstests. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir können ein fertig vormontiertes XTS-System anbieten. Das heißt, wir vereinfachen für Sie insbesondere die Umsetzung von Prototypen, die ja beim ersten Schritt zu einem XTS-System
als sehr aufwendig und wenig überschaubar erscheinen. Hier habe ich Ihnen ein Video mitgebracht, in dem Sie den Aufbau eines XTS-Systems bei uns im Haus sehen. Hier finden wir auch das XTS in L-Form wieder, das ich eben in der Simulation gezeigt habe. Also wir haben vorher geklärt, ist das möglich, was gebraucht wird. Wir konnten schon eine Aussage treffen über die Produktionsrate, die die Anlage haben wird. Wir konnten Aussagen über die Wirtschaftlichkeit dieser Anlage machen, sodass der Kunde eine feste, vorhersehbare Kostenstruktur hat für die gesamte Anlage. Des Weiteren waren durch diese Vormontage und den Vortest bei uns im Haus auch sehr schnelle Umsetzungen möglich, weil Teile dieser Anlage wurden direkt zum Endanwender geliefert und konnten dort unmittelbar in Betrieb genommen werden. Weitere Vorteile entstehen durch softwarebasierten Formatwechsel. Das XTS kann nicht nur positionieren, mit bestimmten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen verfahren werden, sondern wir können auch konstante Kräfte erzeugen, die zum Beispiel dazu führen, dass zwei Mover eine Tüte halten und mit einer definierten Spannkraft auf Zug halten. Durch die softwarebasierte Bewegung ist es auch möglich, unterschiedliche Produktgrößen mit einem einzigen System zu handeln. Es kann also sein, dass ich ein sehr kleines Format, aber auch eine richtig große Tüte mit dem XTS transportiere und ich brauche für die große Tüte vielleicht sogar auch deutlich mehr Spannkraft. Das alles kann per Software eingestellt werden. Letztendlich kann dieser Wechsel von einem Produkt zu einem anderen nur per Software im laufenden Betrieb durchgeführt werden. Was in der letzten Konsequenz heißt, ich habe eine Anlage, die Losgröße 1 produziert. Hier habe ich eine praktische Anwendung, in der Produktstapel unterschiedlicher Größe in eine folgende Schlauchbeutelmaschine getaktet werden sollen. Hier wird wirklich nur per Software eine Anpassung an unterschiedliche Produktgrößen durchgeführt, sodass die Anlage ohne Stillstand von einem Format auf ein anderes umgeschaltet werden kann. In der Praxis ist natürlich nicht immer möglich, dass ich nur per Software eine Anpassung durchführe an mein Produkt. Teilweise müssen auch Werkzeuge gewechselt werden. Hier habe ich eine praktische Anwendung von einem Kunden, der einen Werkzeugwechsel per Knopfdruck ermöglicht. Das heißt also, die Anlage wird kurz angehalten, die Mover fahren in die richtige Wechselposition, man drückt den Knopf, nimmt das Werkzeug raus, drückt ein neues rein und in kurzer Zeit sind alle durchgetauscht. Dann müssen noch gewisse Parameter für das neue Format angepasst werden und die Maschine kann sofort weitermachen. Wir minimieren also die Stillstandzeiten deutlich. Noch extremer in dieser Richtung gedacht, noch flexibler ist diese Anlagenkonzeptionierung, die wir zusammen mit einem Kunden erarbeitet haben. Hier werden nicht nur die Werkzeuge gewechselt, sondern die Bearbeitungsstationen. Das kann sogar im laufenden Betrieb passieren, sodass man praktisch mit dem Rauslaufen des einen Produktes und dem Reinschieben einer neuen Bearbeitungsstation innerhalb von wenigen Sekunden auf ein neues Produkt umschaltet. Diese Flexibilität passt sich noch besser an die Anforderungen, die man in immer modernere und kurzlebigere Produkte hat. Also wir haben gesehen, dass wir durch die Simulation die Zeiten deutlich verkürzen, bis die Maschine in der Halle steht. Wir unterstützen durch fertige, vormontierte Einheiten weiter die Integration in die Maschine und die Umsetzung und softwarebasierte Funktionen, Formatwechsel führen dazu, dass die bestehende Anlage noch schneller an laufende Prozesse angepasst werden kann und damit gewinnt man mehr Anwendung und längere Lebenszeit für teure Investitionsgüter in Produktionsumgebungen. Ich nehme aus dem Beitrag gerade mit, dass ich das Thema Time to Market eben ein bisschen zu eindimensional betrachtet habe. Zum einen betrifft es natürlich die Maschine, wo Sie schneller mit der Entwicklung der Maschine fertig sind, weil Simulations- und Steuerungsumgebung quasi eins sind und Sie mit dem, was
sie für die Simulation erarbeiten oder das auch wunderbar für ihre Maschine dann weiterverwenden können, also den Applikationscode. Zum anderen sind sie mit dem XTS aber auch zum Beispiel mit anderen Verpackungsgrößen viel, viel schneller am Markt. Das Thema Time to Market ist also einmal aus Sicht der Maschine und auch einmal vielleicht aus Sicht des Endproduktes und der Verpackungsgrößen zu betrachten. Ich denke, das gibt viel Flexibilität, um vielleicht auch auf kurzfristige Änderungen der Anforderungen des Marktes zum Beispiel zu reagieren, indem man dann eben zum Beispiel andere Packungsgrößen herstellt. Die Herstellung von Produkten, die ist ja mitunter beliebig komplex und in den letzten Jahren, da nehmen wir zum Beispiel als Automatisierer, natürlich vor dem Hintergrund von zum Beispiel Industrie 4.0 und einer ganz vernetzten Fertigung und auch der Produkte, die wir so im Regal sehen, nehmen wir also wahr, dass das Bedürfnis nach individualisierten Produkten, die vielleicht also auch in kleineren Losgrößen gefertigt werden, dass das immer größer wird. Und das bedingt natürlich, dass Herstellungsverfahren auch etwas komplexer werden. Es gibt nicht mehr die eine Maschine, die das eine schwarze Auto herstellt, um mal bei Henry Ford zu bleiben gedanklich, sondern es gibt Maschinen, die ganz viele unterschiedliche Produkte herstellen, die ganz flexibel auf unterschiedliche Szenarien reagieren. Und genau diesem Gedanken tragen wir der Entwicklung oder tragen wir Rechnung mit der Entwicklung einer ganz neuen Technologie, der NCT-Technologie. Wir haben jetzt eben die XTS-Mover gesehen und jetzt sehen wir, wie die XTS-Mover in ihrer Funktion noch erweitert werden. Sie sind also nicht mehr ein reines Transportvehikel, sondern sie werden auch mit Energie und Daten versorgt und können darüber hinaus noch weitere Funktionen als Aktor wahrnehmen. Das Thema erläutert jetzt der Jan Achterberg und wir hoffen, dass wir da ganz viele Fragezeichen bei Ihnen, der Thomas bekomme ich gerade, Thomas erläutert das Thema und wir hoffen, dass wir da ganz viele Fragezeichen bei Ihnen kreieren und Sie dann mit uns in die Diskussion über das Thema NCT beim XTS kommen. Seit der Markteinführung des XTS im Jahr 2012 hat der intelligente Produkttransport in Maschinen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Durch neue Konzepte sind Maschinen flexibler, kompakter und effizienter geworden. Heute möchte ich Ihnen gerne einen nächsten Schritt vorstellen, wie wir mit XTS den nächsten Schritt in Bezug auf flexiblere Maschinen, neue Herstellungsverfahren und neue Methoden der Fertigung realisieren können. Hierfür haben wir eine Technologie entwickelt, die NCT-Technologie, die es ermöglicht, auf dem bislang rein passiven Mover eine aktive Energieversorgung und eine Datenkommunikation zwischen Mover und Steuerung herzustellen. Ich habe Ihnen hier im Nachfolgenden ein Übersichtsbild mitgebracht, wo wir erkennen können, wie diese Technologie sich in den bestehenden XTS-Baukasten integriert. Die von Ihnen, die XTS bereits kennen, werden wahrscheinlich kaum einen Unterschied sehen. An den Movern befinden sich lediglich kleine Boxen, die als Schnittstellen zur Energie- und Datenübertragung dienen. Die Motormodule sehen geringfügig anders aus, werden aber auch nicht nennenswert breiter, sodass sie eigentlich keinen Unterschied merken und auch eine gewisse Kompatibilität zu ihren Bestandsanlagen aufweisen können. Aber was bedeutet dies eigentlich für unseren Herstellungsprozess und wie wurde der Produkttransport vorher gemacht? Ich denke mal, jeder von Ihnen kennt diese klassische Förderkette, bei der sich beispielsweise 4 Arbeitsstationen entlang eines Transportwegs befinden, ein Roboter zur Produktzuführung und Entnahme und natürlich ein gewisser Abstand zwischen den Produkten, falls man auf verschiedene Formate wechseln möchte und sozusagen eine mechanische Umrüstung vornehmen will. Diesen bislang rein starren Produkttransport haben wir durch XTS bereits schon aufgebrochen, indem wir ein deutlich kompakteres System haben, an diesem System oder an dem Fahrweg beliebige Arbeitsstationen positionieren können und im Endeffekt so den gesamten Produkttransport kleiner, effizienter, aber vor allem auch für Sie flexibler machen. Sie können sich allein dadurch vorstellen, wenn Sie weitere Arbeitsstationen positionieren können, haben Sie einen zusätzlichen Freiheitsgrad, ohne dass gewisse Einschränkungen auftreten. Ein nächster Schritt, den wir mit XTS nun realisieren können, ist eben, dass wir die Arbeitsstationen nicht mehr nur rein beliebig anordnen können, sondern wir können Arbeitsstationen direkt auf unseren XTS-Movern integrieren. Wenn wir die beiden letzten Bilder zunächst einmal vergleichen, sehen wir hier, dass Arbeitsstation 3 sich nicht mehr an der Maschine befindet, sondern direkt auf dem Mover integriert wurde. Im Nachfolgenden sehen Sie ein kurzes Video, wo wir zunächst sehen, welche Auswirkungen dies für unseren Herstellungsprozess hat. Wir sehen hier, dass sich eine Dose auf eine externe Beschriftung aufsynchronisieren muss, beispielsweise für einen Bedruckungsvorgang oder ähnliches. Wenn man diese Dose zunächst erstmal passend ausrichten müsste, standardmäßig, müsste diese entnommen werden, ausgerichtet und anschließend wieder auf den Mover gepackt werden. Dadurch, dass wir nun auf dem Mover einen kleinen Motor integriert haben und die Ausrichtung der Dose on the fly machen, sparen Sie zum einen Zeit,
indem sie die Produkte nicht mehr entnehmen müssen. Sie haben aber zudem eine erhöhte Sicherheit auch, dadurch, dass keine Fehler entstehen können, dadurch, dass man sein Produkt nicht mehr außer Kontrolle gibt. Ein weiteres Anwendungsbeispiel können wir nochmal uns daran vorstellen, indem wir auf unseren Anwendungsfall von eben zurückkommen. Wir stellen uns wieder unser XCS-System mit 4 Arbeitsstationen vor, 2 Robotern zur Produktzuführung und Entnahme. Und wir eliminieren in diesem Fall nicht mehr die Bearbeitungsstation, sondern den Roboter. Hier ist der Unterschied, dass sich auf dem Mover oder auf jedem Mover ein kleines Handling-System befindet, wodurch man eben die Produkte selbstständig zuführen kann und am Ende selbstständig auch wieder ablegen kann. Auch hierfür habe ich Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht, wo man einzelne Scheiben hier aufnimmt, diese stapelt, umpositioniert und so natürlich seinen gesamten Produktionsprozess weiter flexibilisiert. Falls das ganze Thema für Sie vielleicht immer noch recht abstrakt wirkt und Sie sich fragen, was Sie hiermit machen sollen eigentlich, gehen wir auf ein sehr gängiges Beispiel. Zum Beispiel eine typische Pick-and-Place-Anwendung, wie sie vielfältig in der Industrie eingesetzt wird. Hier ist es beispielsweise so, dass sich auf einem Förderband unkoordinierte Produkte, in dem Fall Kekse, befinden, die aufgenommen werden müssen und in eine Schale abgelegt werden, um in den anschließenden Verpackungsprozess zu gelangen. Wir sehen hier beispielsweise 4 Delta-Roboter, die sich hintereinander in einer Maschinenstraße befinden und die eine gewisse Ausgangsleistung darstellen können. Ich würde behaupten, dass sich eine ähnliche Ausgangsleistung mit dem XCS auf viel kompakterem Bauraum realisieren lässt, indem man beispielsweise Produkte aus einer unkoordinierten Schale aufnehmen kann und sobald ein Produkt aufgenommen ist, sofort der nächste Mover nachrückt. Genau dieses Anwendungsbeispiel habe ich Ihnen hier in dem nachfolgenden Video einmal mitgebracht. Wir sehen, sobald ein Produkt aufgenommen wurde, rückt der nächste Mover nach und der Ablageort kann auch beliebig gewählt werden, nicht so wie es beim Delta-Roboter ist, dass bei besonders langen Distanzen dies zu einer deutlichen Zeitverlust führt, sondern es ist im Endeffekt so, dass wir auch beliebige Bahnverläufe für den Ablageort realisieren können, sodass dies auch für Ihren Produktionsprozess flexibel einsetzbar ist. Ja, neben den bislang gezeigten Ansätzen kann man natürlich mit Energie auf dem Mover vielfältige neue Lösungsansätze integrieren. Denkbar wäre beispielsweise auch, dass wir eine Produkttemperierung haben, in dem nach einem gewissen Produktionsschritt Produkte gekühlt oder auch auf einer gewissen Temperatur gehalten werden, um eine erhöhte Qualität sicherzustellen. Zudem wäre es natürlich auch denkbar, dass sich auf dem Mover eine gewisse Sensorik befindet, wie wir das hier im Hintergrund durch das Gewicht dargestellt bekommen. Mithilfe von Sensorik können Sie natürlich beliebige Messprozesse on the fly auf dem Mover durchführen, aber natürlich auch im Stillstand zur Bearbeitungsstation, um beispielsweise am Abfüllprozess zu kontrollieren. Und zudem ist natürlich auch das Produkthandling ein vielfältiger Anwendungsfall, den wir eben schon mal einmal gesehen haben. Um die ganzen eben dargestellten Themen noch einmal ein bisschen zusammenzufassen, habe ich Ihnen 3 große Überschriften mitgebracht. Zum einen das Thema mobile Bearbeitungsstationen, Multi-Roboter-Systeme oder aber auch On-the-Fly-Messtechnik. Alle diese Verfahren stellen neue Möglichkeiten für Sie dar, um bislang rein komplexe Herstellungsverfahren zu ersetzen und einen neuen Grad in Richtung der Maschinenflexibilität erreichen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Ideen, neue Anwendungen und Ansätze, wie Sie diese innovative Technologie in Ihren Maschinen integrieren können. Das ohnehin schon flexible XTS-System erhält also noch weitere Freiheitsgrade durch die NCT-Technologie. Da stehen wir jetzt im Moment noch relativ am Anfang mit. Das bedeutet, wir sind da also umso mehr auf Ihren Input angewiesen und freuen uns dann natürlich auf die ganzen Diskussionen. Einer, der sich eben nicht so gefreut hat, war der Kollege Jan. Der sitzt nämlich in Moers und der hat sich, glaube ich, eben kurz an seinem Kaffee verschluckt, als ich ihn hier aufgerufen habe. Entschuldigung, Jan, Thomas hat es natürlich gemacht. In der Zwischenzeit haben wir erfreulicherweise auch eine Frage bekommen vom Christian Ströhuber. Ich vermute, das klingt so leicht bajuwarisch oder süddeutsch. Und zwar, Herr Ströhuber fragt danach, ob es beim XTS und oder beim X-Planar ein Sicherheitskonzept für manuelle Arbeitsplätze gibt, zum Beispiel für die Analyse. Und da kann ich jetzt vor allem fürs X-Planar sprechen, aber auch ein bisschen fürs XTS. Ja, da gibt es Ideen, wie man das sicherstellen kann, dass zum Beispiel eine Person mit dem X-Planar interagieren kann, ein Werkstück aufsetzen kann oder entnehmen kann. Und wie man das eben so gestaltet, dass die Maschine prozesssicher funktioniert und dass auf der anderen Seite natürlich kein Personenschaden entsteht durch einen Mover, der vielleicht gerade in eine Hand hineinfährt. Unsere Vertriebskette,
um ein bisschen wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, die wir einleitend gezeigt haben, die besteht natürlich daraus, dass wir unsere Produkte an Maschinenbauer verkaufen und dass die Maschinenbauer diese Produkte an Endkunden überall auf der Welt verkaufen. Da ist aber eigentlich noch eine Einheit, die darin fehlt. Denn wir aus dem Produktbereich müssen natürlich auch unseren Vertrieb begeistern. Das gelingt uns immer, und ein Kollege, der das Thema XTS von ganz Anfang an mitbegleitet hat, ist der Frank Würtner. Frank spricht gleichzeitig auch noch mit allen möglichen Kunden aus dem Packaging-Bereich und kümmert sich also da um unsere globalen Aktivitäten. Und deshalb haben wir Frank einmal eingeladen für einen kurzen Blick auf die Gegenwart, Zukunft und vielleicht auch ein bisschen auf die Vergangenheit des XTS-Systems. Und jetzt hoffe ich, dass die Live-Schalte genauso klappt, wie wir uns das vorstellen. Frank, hörst du mich? Guten Morgen, Felix. Es scheint ganz gut zu klappen. Ich sitze hier und erfreue mich der Präsentation von euch und ich glaube, die Leitung steht ganz gut. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Wo bist du gerade? Wo erwische ich dich? Wo sitzt du gerade? Das sieht sehr hölzern aus bei dir. Ja, das ist richtig. Es ist sehr hölzern. Ich befinde mich in einem Hotel in Vorbereitung für den nächsten XTS-Termin. Ah, hervorragend, sehr gut. Das heißt also, du bist ein begeisterter XTS-Vertriebler. Das Produkt ist schon seit 11 Jahren im Markt oder wir haben es vor 11 Jahren vorgestellt. Kannst du dich noch so ein bisschen an die zarten Anfänge des XTS-Systems erinnern? Wie blickst du darauf zurück? Ja, das kann ich natürlich sehr gut. Wir hatten das XTS zur Interpack 2011 roundabout vorgestellt und hatten hier mit dem Kunden zusammen die erste Applikation gezeigt. Und das hatte dazu geführt, dass wir auf einer Messe wie auf einer Interpack, wo wir normalerweise nicht nur punkten können mit unserer eigenen Technologie, Kunden begeistern konnten, die zuvor nie im Leben daran gedacht hatten, sich mit Beckhoff auseinanderzusetzen. Und das XTS hat zu diesem Zeitpunkt Applikationen im Prinzip neu gedacht, die wir zuvor selber gar nicht im Fokus hatten. Die Vereinzelung von irgendwelchen Gummibärchen oder sonstigen Dingen war nicht unbedingt unser Fokus. Aber diese Messe hat uns gezeigt, dass genau hier ein Markt für einen Produkttransport entsteht, den wir zuvor gar nicht so wirklich kannten. Und da haben wir uns dann darauf eingelassen und haben gemeinsam mit unseren Endkunden, mit den Maschinenbauern kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt, damit wir unsere neuen Technologien in den Markt bringen und dadurch einen echten Mehrwert erzielen, dann muss man richtig offen rangehen und die Probleme also ganz offen diskutieren und sich anschauen, wie kann man also durch eine neue Technologie eine Verbesserung der Situation erwirken. Wie blickst du denn vor diesem Hintergrund jetzt auf eine, aus meiner Sicht doch schon revolutionäre Systemerweiterung wie der No-Cable-Technology, die Thomas eben im Video so ausführlich vorgestellt hat? Ja, also das XTS ist ja nun seit langen Jahren wirklich Bestandteil für viele Maschinenbauer. Und hat bei einem guten Prozentsatz von unserer Seite her jetzt auch ein Standard erreicht, sodass wir sagen können, okay, das XTS ist heute wie ein Servomotor, wie eine digitale Ein-Ausgangsklemme, ein Bestandteil aus meinem Bereich jetzt für die Verpackungsmaschine. Und ganz am Anfang von, vor 10, 11 Jahren war die Frage, habt ihr denn Energie auf dem Mover? Hatten wir nicht und da hatten wir argumentiert, wir brauchen es auch nicht, wir können zwei Mover interagieren lassen, die irgendwas greifen, sonstige Dinge. Jetzt, einige Jahre später, ist es möglich, durch die NCT-Technologie Energie oder auch Daten auf dem Mover quasi mitzutransportieren. Das ergibt ganz neue Möglichkeiten und ich glaube, die Erfahrung, die wir jetzt haben, 10, 11 Jahre, dass das NCT-Technologie sich ganz schnell etablieren wird, weil das XTS an sich, die Technologie,
ist die gleiche, nur habe ich jetzt Kraft und Energie auf dem Mover direkt vor Ort und habe dadurch ganz, ganz neue Möglichkeiten, Teile zu positionieren, Teile zu greifen, Daten zu übermitteln auf ein Display, wo ich weiß, die Temperatur von einem Keks oder sonst irgendwas. Das gibt ganz neue Möglichkeiten und ich gehe ganz fest davon aus, dass diese Technologie ganz schnell im Markt Einzug gehalten wird. Das klingt für mich fast nach so einer leicht sportlichen Aufforderung. Liebe Maschinenbauer, liebe Endkunden, guckt euch das an, denn sonst könntet ihr da vielleicht den Aufsprung auf den Zug verpassen. Aber das ist ja auch gut, man muss das Ganze auch so ein bisschen olympisch sehen. Du hast eben noch einen ganz interessanten Punkt gesagt, und zwar hast du gesagt, das XTS ist so ein bisschen geworden wie so eine Standardbaugruppe, wie ein Servomotor. Wie ist denn das zu bewerten? Wie merken wir das im Alltag? Ja, prinzipiell ist es so, einige Kunden, die uns damals schon kontaktiert hatten für das XTS, hatten mir persönlich das Gefühl gegeben, dass das XTS eine Variante werden wird, die teilweise Servomotoren sogar ersetzt und dass es einfach ein Serienprodukt werden wird. Und genau so ist es geworden. Es hat ein bisschen gedauert, geben wir ja redlich zu, aber letztendlich ist es heute so, dass viele Produkttransporte in einer Maschine, in einer Pharmamaschine, in einer Foodmaschine, in einer Getränkeverpackungsmaschine haben durch das XTS sehr, sehr flexibel ersetzt werden können. Und wir hatten die Geduld und auch den Background der Firma Beckhoff, um das wirklich fertigzustellen und nach einigen Jahren als Serienprodukt in die Verpackungsmaschinen, nicht nur, es gibt ja heute auch Maschinen, die Prozesstechnik machen, die im Bereich der Montage sind, wo das XTS einfach nicht nur Einzug erhalten hat. Das war uns da nicht genug, sondern das ist wirklich ein Serienprodukt und wird heute gesehen für viele mechanische Leute, die in diesem Bereich arbeiten, zu sagen, okay, dann nehme ich ein XTS, da kann ich Prozesslücken schließen, ich kann Dinge tun, die ich vorher einfach nicht so sah. Das eine ist der Footprint einer Maschine, dass der vielleicht etwas schrumpft und dadurch in einer Brownfield-Maschine ganz gut dastehe. Das andere ist aber auch, dass ich ganz neue Technologien mit Handling von Flaschen, Flankons oder sowas arbeiten kann, die mir vorher einfach nicht so in dieser Art möglich gewesen wäre. Das klingt für mich so ein bisschen so, als wenn wir es geschafft hätten, Mechaniker von elektrotechnischen Komponenten zu begeistern. Das ist eine gute Leistung, finde ich, das so in der Vergangenheitsperspektive betrachtet. Letztendlich ist genau dieser Werdegang, genau so ist es. Also früher hatten wir Gespräche mit den Elektrotechnikern und mit den Programmierern. Heutzutage ist es wirklich so, dass die Mechaniker mit am Tisch sitzen und sich das XTS ganz genau anschauen und versuchen, nicht nur es zu verstehen, sondern neue Ideen mit dem XTS in die Maschine reinzubringen. Genau so ist es geworden. Frank, ganz lieben Dank nach Österreich. Danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und uns also quasi nochmal deinen Blick aufs XTS und die Vergangenheit des Systems und auch ein bisschen auf die Zukunft geschildert hast. Falls Sie jetzt das Bedürfnis haben, mit Frank ein bisschen darüber zu quatschen, was man denn bei Ihnen in der Verpackungsmaschine alles mit dem XTS machen kann, dann können Sie den natürlich erreichen. meet@beckhoff.com ist hier wieder die E-Mail-Adresse. Da kann der Frank sicherlich auch Zeit für Sie finden und dann gemeinsam mit Ihnen über eine Maschine diskutieren. Viel Spaß noch in Österreich. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Jetzt sind wir inhaltlich schon am Ende des heutigen Tages. Das bedeutet, wir wollen für morgen noch ein bisschen Werbung machen. Heute haben wir uns mit dem XTS beschäftigt. Wir haben uns die Themen Time to Market, Footprint Reduktion und NCT-Technologie angeguckt. Ich hoffe, dass wir Ihnen zeigen konnten, wie wir einige der kleinen und großen Herausforderungen natürlich mit dem XTS lösen können. Morgen
wollen wir uns fünf Freiheitsgrade weiterentwickeln mit dem X-Planar. Hier können wir nämlich also ganz freie 6D-Bewegungen erzeugen und also so Verfahren, Transportaufgaben übernehmen, Bearbeitungsaufgaben. Und da wollen wir uns also auch wieder anschauen, wie wir kleine Probleme oder auch größere Probleme mit dem X-Planar lösen können. Wir wollen einen Blick auf nachhaltige Automatisierungstechnik, schnelle Reaktionen auf eine Änderung der Nachfrage, die Skalierung von Maschinengrößen und auch auf das Thema Rückverfolgbarkeit werfen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie morgen wieder in alter Frische um 8.30 Uhr begrüßen können. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie Fragen haben. Sprechen Sie Ihre lokalen Backoff-Vertriebspartner an. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und sagen bis morgen. Tschüss.